Und weiter geht's mit Alaskan Road Truckers. Und wir gucken jetzt in den nächsten Auftrag rein. Weiter geht es. Da stehen wir ganz leisure allen. Und weiter geht es mit dem ersten Auftrag, der jetzt quasi nach dem Tutorial sozusagen, ja, auf uns wartet. Beziehungsweise wir suchen uns ja jetzt den ersten Auftrag. Zack, na guck, da machen wir hier die Augen auf und es geht los. Wir sind, ja, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, genau, und zwar in unserer Base. Wir haben jetzt keinen Auftrag, es ist nichts hinten drauf und wir haben eigentlich alles und müssen eigentlich nur noch loslegen. Das heißt, die Map aufmachen und ich zoome mal etwas dran, dass wir hier irgendetwas finden, was in der Nähe ist, wo wir dann hinfahren können. So, hier haben wir jetzt die Aufträge. Was ist das? Autoteile gibt es hier. Was haben wir da? Das war, das waren Sehenswürdigkeiten. Ne? Sehenswürdigkeiten. Interessante Orte, genau. Und hier waren zuletzt Müll wegbringen oder sowas. Einmal für 5 und einmal für 2. Jetzt nur noch 5. War das nicht zuletzt 6? Hier, Müll. Müll entsorgen für 6.000. Weißt du was, da fahre ich jetzt mal hin. Kann ich das anmarkern? Ja, Rechtsklick drauf und sofort geht's hin. Tipptopp. Das heißt, wir steigen ein hier in unseren Truck. Alter, Falter. Gleich nochmal gucken, ob das vom Sound her alles passt. Es ist schon cool, ne? Also ich muss wirklich sagen, das macht schon so Bock. Nee, ich kann auch einfach von hier mal eben rüberhüpfen. Easy, okay. Ich dachte, er setzt sich einfach auf den Beifahrersitz. Differential einschalten, nochmal kurz durchgehen. Heizung an, aus. War sonst noch was? Armaturenbeleuchtung. Cool. Armaturenbeleuchtung, Radio. Streamen Sie? Ja, okay. Nee, dann machen wir aber direkt wieder aus, Alten. Das lassen wir mal lieber. Das lassen wir mal lieber. Das könnt ihr dann euch anmachen, das Radio. So, Handbremse lösen. Zündung. Ja, oh, ein bisschen mehr. Ein bisschen Druck können wir noch reinmachen hier. So, und dann geht es los. Perfekt, Abfahrt. Alter, es gab eine Option. Das gibt es bei anderen Games auch, bei ETS gab es das, glaube ich, auch für Einstellungen. Und zwar für Außenspiegel. Für Außenspiegel ein- und ausschalten. Virtuelle Außenspiegel hieß das, glaube ich. Kann das sein? Da, virtuelle Spiegel mit V. Ach, guck mal. Oh, okay. Oh, das ist aber ganz nett gelöst. Das ist ja wirklich unauffällig. Also nicht so mega gravierend. Und man kann trotzdem so in die Ecken gucken. Oh, das gefällt mir aber sehr, ey. Das haben sie doch gut gelöst. Schick. So. Oh, ich habe den Controller nicht angeschlossen. Wieder mal nicht. Naja, vielleicht bei den nächsten Malen. Ich weiß gerade gar nicht, wo der ist. Aber irgendwo. So, kurz gucken. Da kommt nichts. Perfekt. Ach, ich habe schon wieder eine Strafe gezahlt, weil ich habe ein Stoppschild überfahren. Man muss wirklich auf die Verkehrszeichen achten. Speedlimit 25 haben wir jetzt. Ich hocke gerade davor, aber man sieht es ja auch an der Straße. Gibt es eigentlich einen Tempomat oder was? Das ist ja ein Ding, ne? Speedlimit 25, ja. Krass. Und ich habe so viel immer auch gerne mit Tempomat natürlich einfach eingearbeitet. Stellst du ein und bist auf Nummer sicher, ne? Gut ist. Bäm, bäm, bäm. Siehst du, braucht man gar kein Radio, ey. So. Wir haben noch nicht mal einen Auftrag, aber schon Kosten verursacht. Was haben wir hier? 15. War der fast angehalten. 15 hier. Und ab da ist 55 Meilen.
So, jetzt aber, gib ihm. Und durchdrücken, Bleifuß. So. Wo ist das Ziel? Wie weit sind wir weg? Nicht mehr weit. 10 Minuten. 10 Meilen. Nicht mehr weit weg. 50, jawohl. Läuft. Ja. Aber so vom Feeling her gar nicht schlecht, muss ich sagen. Das schmeckt schon. Macht auch schon irgendwie Bock. Und ich bin auch gespannt, wie das mit den nächsten Aufträgen ist. Ich bin zu weit. Ich bin hier auf irgendeinem Acker gelandet. Ich bleib mal ein bisschen drin, oder? Oder soll ich von außen? Komm, wir machen mal Außenansicht. Ist ja auch ganz geil, oder? Mit der Karre hier. Yeah. Ist schon nicht schlecht, ey. So, komm, ein bisschen Dreck oben raus. Bram, bram, bram. Und gib ihm. Ich habe wieder irgendwas. Ich glaube, ich habe schon wieder irgendeine Strafe gezahlt. Ich weiß es nicht. Ich muss hier nur cashen. Ich kenne die amerikanischen Spielregeln einfach nicht. Die alaskanischen. So, gib ihm. Oha. Fast weggerammt, ey. Oh, bisschen geruckelt hier gerade wieder. Bisschen geruckelt. Ich war es nicht. Es ist einfach so passiert. Okay. Ich muss in die Innenansicht. Ich muss in die Innenansicht. Das haut sonst zu sehr rein. Gibt's eigentlich einen Blinker? Muss doch geben. Maybe not. Vielleicht auch nicht. So, ja, hier gab es jetzt mehrere Aufträge. Guck mal, genau, da vorne, da stehen sie schon und leuchten. Da hinten leuchtet schon der nächste durch den Wald. Die sieht man ja meilenweit, ey. Da auch. Ach krass, die siehst du ja wirklich meilenweit durch die Umrandung. Aber das sind die ganzen Auftraggeber. Da kommen hinten kommen die nächsten. Da leuchten schon die nächsten. Und dann weiß man zumindest, wo man grob hinfahren muss. Wir müssen jetzt die nächste rechts und dann sind wir da. Ja, und was dann passiert? Auftrag annehmen. Ankoppeln alles. Ich hoffe, wir kommen da so einigermaßen gut ran. So, ach genau, da sind wir schon. Und wir fahren mal da vorne hin. Auch wieder ein bisschen laggy. Das ist bestimmt der Dude mit dem Auftrag. Weißt du was? Wir machen erstmal Stopp. Mal schön hier die Handbremse ran. Perfekt. Licht lasse ich mal eben an. Der Rücken, ich sage dir. So, rein da. Moinsen! Ja, schönen guten Tag. Sag mal, hast du den Auftrag hier? Manager, Müll entsorgen, perfekt. Angenommen. Da hinten sehen wir schon den. Jo, hau da rein. Da sehen wir schon den Anhänger. Perfekt. Muss ich eigentlich hier immer die Handbremse ziehen? Kann ich doch vielleicht einfach lassen, oder? So. Das sieht doch mal gut aus. Dann brettern wir da gleich mal schön rein. So. Sehe ich das richtig oder sehe ich das falsch? Ich glaube, ich sehe das ganz gut da hinten. So, und jetzt müssen wir da hin. Oha. Nach fest kommt ab. Jetzt bin ich ja gespannt. Soll ich mal gucken, ohne Außenkamera? Ob ich das hinkriege? Jetzt muss aber rein hier. Rum, 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 rum. Stopp. Vor. Das sieht doch schon ganz gut aus, oder? So, die Trackers unter euch.
Jetzt nach Gefühl. Ich würde sagen, ein Stückchen noch. Perfekt. Alter. Hör mal. Das geht doch. Alter, das ist doch jetzt. Oder bin ich zu nah dran? Vielleicht bin ich auch einfach zu nah dran. Nicht möglich. Ach, wenn der Motor läuft. Motor aus und Handbremse. Joho, ich fahre mal ein bisschen vor. Ist mir gerade ein bisschen zu spack da hinten. So. Aber nu. Ist das so richtig, ey? Ne, jetzt ist zu wenig. Oder? Wo ist denn der? Wo ist denn der Knopf? Ah, hier ist er, der Pömpel. Siehst du, war doch gar nicht so schlecht. Also, nochmal ein Stückchen zurück. So. Zack, zack. So, jetzt auch entspannt. Aber mit viel Gefühl. Rückwärts. Und. Oh, ich habe hier eine Anzeige. Jetzt sehe ich es erst. Hier ist ja eine Anzeige in der Mitte. Ach, das ist ja witzig. Guck mal. Oh, das ist aber knapp. Wie kann ich denn bremsen, dass er nicht immer die ganze Zeit vor... Ich bin drin. Das ist ja cool. Dass man genau drüber ist. Na. Genau. Oh, vielleicht auch ein bisschen laut. Ein bisschen runterziehen hier. So, Alter. So, dann hier wieder ankuppeln hier. Na, Stecker 1, Stecker 2. Bremse oder was ist das? Wahrscheinlich ist er irgendwie Beleuchtung und so, ne? So, einmal rein. Und hier. Einmal Beleuchtung und da kommt nochmal Radio dran. So, da ist auch schön Radio hinten. Wieder runter. Und hochkurbeln. Perfekt. Aber richtig am Wollacken hier. Schwer am Malochen. So. Tipptopp. Dann bringen wir mal den Müll weg. Sonst alles sicher hier? Jo. Das sieht auch gut aus. Keine Macken dran. Was sagt die Zeit? Wir haben 7 Stunden für die Müllentsorgung. Perfekt. Zack. Ab in die Zündung. Und Gas geben. 6000 Ocken Müllentsorgung. Wir können hier sofort raus, sagt er. Ja, da fahren wir nochmal schön den... Oh, die lange Schnauze vorne, ne? Aber es passt. Aber es passt. Das sieht gut aus. Perfekt. Ja, dann legen wir los. Wo müssen wir denn hin? Ich mach mal eben den kurzen Blick. Alter. Das ist aber auch eine Tour. Zum Glück können wir zwischendurch tanken. Das ist doch mal gut. Da haben wir jetzt hier einiges an Strecke. Und können ordentlich Gas geben. Hier ist aber nur 25 km/h. Wait a minute, ich guck noch mal eben in den Einstellungen. In der Steuerung. Gibt es Hochschalten, Lenkrad, Drossel, links, rechts blinken gibt es, Kupplung, Radio, also man kann auch einfach manuell kuppeln, Scheibenwischer, ne, hier sind die ganzen, und man kann es auch noch ändern, die ganzen Einstellungen, FZG verlassen, ne, keine automatische oder keine feste Geschwindigkeit, dass ich das dann feststelle einfach. Naja, dann. Was, hier muss ich rein? Nee, die nächste, oder? Die nächste, ich dachte schon gerade. Das ist ja nicht mal eine Straße gewesen, das war ja ein Fußweg. So. Alter, schön durch Alaska brettern. Sehr gut, ey. Es wird dunkel, mach das Licht an. Habe ich schon. In weiser Voraussicht schon in den Abendstunden. Kannst aber mal die Markierung wegmachen. Danke. Hier stehen die nächsten mit den Aufträgen. Jetzt wieder in die Eisen gehen. 25 km/h. Gefährliche Kurve.
Ja, aber da muss ich sagen, ja, hatte ich letztes Mal schon gesagt, ne, mit dem Controller. Das fühle ich ja dann noch mehr, wenn man einfach so halten kann, ne? Das muss wirklich sein. Brauche ich eigentlich Sprit? Wo ist denn meine Anzeige? Ich könnte mal bald was essen. Schlafen. Da, Sprit. Reicht. Schaffe ich vielleicht sogar die ganze Strecke. Der Godspeed hatte ja noch geschrieben. Und da hat er gesagt, 3,8 Liter, eine Gallone. Irgendwie sowas circa. Und 80 hatte ich ja reingeballert, ey. 80 Gallonen. Immer noch 25 km/h hier. Mann, Mann, Mann. Aber man soll ja auch nicht hetzen, ne? Der ganze Müll soll ja nicht in der Natur liegen, sondern schön entsorgt werden. Ordnungsgemäß. Und jetzt hier wieder links abbiegen. Perfekt. Den schneiden wir. Haha. Ich dachte gerade, da kommt noch einer an. Kam zum Glück nicht. Direkt geschnitten. Gas und durch jetzt hier. Immer noch 25. Ich darf immer noch nicht so schnell. Was ist denn hier? Was ist denn das für hier? Wir sind doch mitten auf dem Land. So, jetzt. Keine Begrenzung. Jetzt Gummi. Jetzt müsste ich schalten, ne? Ich muss mir das nochmal angucken. Einfach nochmal schön runterschalten und dann hochjaulen lassen, die Karre. Gerade hier an den Bergen. So. Und er macht hier einfach ein bisschen Pau. Oh nein, hier ist 15. Ich habe schon wieder eine Meldung gekriegt. Ich habe schon wieder einen Ping gekriegt. Wie soll ich denn? Wie soll man denn so schnell bremsen? Ich meine, zum Glück war der gerade vor mir und hat mich selber, hat mich ja schon mal ausgebremst. Ich werde ja mit Karacho werde ich da ja durchgefahren. So wie jetzt. Oh, nee, am Berg. Oh, hoffentlich kommt keiner entgegen. Oh, hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Vor dem Berg und vor der Kurve überholt, Alter. Anarchie. Eieieiei. So, perfekt, weiter. Yeah, jetzt aber mit Gas hier. Wieder Tempolimit 25, hat aber keiner gesehen. Siehst du, man muss auch mal durchbrettern können. Mehr als drei Strafzettel darf nicht. Oder darf? Ich weiß es gar nicht mehr. Nachher nehmen sie mir den Lappen ab. Aber jetzt kann man auch mal ein bisschen Strecke machen. Spritverbrauch sieht gut aus. Licht ist an. Ich muss, glaube ich, tatsächlich Kühlmittel oder sowas nachfüllen irgendwann. Wenn es dann irgendwann, wir sind ja noch im Frühjahr, Frühjahr, Sommer. Also wir sind ja gerade noch gut unterwegs. Aber wenn es dann irgendwann hier zugeschneit ist und wir durch den tiefsten Schnee brettern müssen, dann brauchen wir bestimmt auch Frostschutz hier. Das wird nichts. Da kommt einer. Und jetzt gib ihm. Zieh, 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 zieh. Moinsen. Eiliger Müll. Der muss weg. Er stinkt schon. So. Yeah. Guck mal, ich könnte jetzt aussteigen. Ich könnte in voller Fahrt aussteigen drücken. Aber so einen Schabernack machen wir erstmal nicht, ey. Irgendwann machen wir das. Da muss man auch mal testen, was man eigentlich nicht machen soll. In voller Fahrt aus dem OMG, aus dem Truck raus. OMG. Oh, war das knapp. Eieiei. Läuft. 55 Meilen, jawohl. 28, 27 Meilen, perfekt. Ne, warte mal. Zielpunkt ist
270. Also deutlich weiter. Deutlich weiter noch. Es ist ja auch... Es ist... Oh! Oh Mann! Oh, jetzt haben sie mich aber genatzt. Ich dachte schon, ich müsste jetzt anhalten. Oha! Oha! Das war aber ein bisschen zu viel des Guten, ne? Aber ich bin auch so gehüpft an der einen Stelle vorher schon, ne? Was war das, ey? War das so ein Huppel war oder was? Ist das so ein... Ich muss gleich nochmal gucken, wegen... Ne, tanken passt. Ob das irgendwie wegen so einem Huppel war? War ich zu schnell? Es wird einfach wieder verrückt. Na, kurz auf die Map gucken. Guck mal, erste Tankstelle haben wir geschafft. Und hier waren wir ja anfangs. Hier kamen wir ja anfangs her. Das heißt, wir haben noch das ganze Stückchen bis da unten einmal runter. Sehr gut, ey. Oh, da müssen wir aber aufpassen, ey. Bei so vielen Verkehrsvergehen, da komme ich gleich nur mit der Hälfte an Lohn zurück, ey. Und ob ich schlafen muss gleich bei so einer Tour? Ob ich schlafen muss? Ich habe halb Hunger auf halb. Ich könnte mir gleich hier an meiner Mikrowelle was machen hinten. Und Energie sagt auch fast halb. Der wird doch so eine Tour schaffen hier, oder? Aber zwischendurch muss ich wohl pennen. Und mir Sachen kaufen. So gesunde Trucker-Nahrung. Eine Pizza. Eine Mikrowellenpizza, ey. So, siehst du, wir kommen noch gut vorwärts. In Alaska. Überleg mal, du musst da langfahren. Es gibt ja so verschiedene Serien, oder? Wo die so durch zugefrorene Landschaften brettern und über zugefrorene Seen. So was gibt es doch. Eieiei. Wenn das hier jetzt auch noch kommt. Du kannst quasi nur beliefern, wenn der See zugefroren ist. Nur dann kannst du da rüberfahren, sonst ist der Ort einfach zu abge... Oh, lag schon wieder. Oh, das ist nicht cool. Vielleicht muss ich mal gucken, ob ich ein paar Sachen ausstelle. Sowas wie Nebel zum Beispiel. Wenn das doch so anspruchsvoll auf einmal wird. Denkt man gar nicht. Aber vielleicht ist das einfach... Ich gehe mal schon mal in die Eisen. Irgendwas war da. Und noch mehr in die Eisen. Oh, in weiser Voraussicht. So. Wow. Okay, das wird doch schon cool. So komische Holzplankenbrücken hier. Soll das so? Und was fährt da vorne für eine Maschine? Ich habe übrigens gesehen... Alter, was ist das für ein Offroader? Nee, ist einfach nur ein abgehangener. Ich habe übrigens... Erstmal stoppen. Der hat übrigens das Stoppschild überfahren. Ich hatte ja noch einen anderen Truck gesehen, ne? Da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal gucken, ob ich mir diesen einen Truck irgendwie holen kann. Und dann mit diesem anderen Truck auch rumfahren kann. Das wäre richtig krass. Was ist denn jetzt hier? Warum ist denn hier 15? Okay, wegen dem Abbiegen hier. Und jetzt danach wieder direkt Gas geben. 55. Und den Kleinen da direkt überholen. 5 Stunden haben wir noch, bis wir da sind. Oder bis wir abgeben müssen. Das sollte allerdings deutlich schneller gehen.
So, wie sieht das aus? Können wir gleich rüberziehen? Man sieht so schlecht. Was sagt die Straße? Die sagt, gib Gummi allen. Jetzt oder nie. Der rote Flitzer. Und jetzt wieder hier mit 25 km/h. Alter, sie wollen mich einfach natzen. Aber es kommt keine, jetzt war keine Meldung. War vielleicht nur, wenn dieses Alarmzeichen kommt? Also wenn wirklich diese Alarmmeldung kommt, oha, dieses Polizeizeichen? Oh, 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 oh! Jetzt wird das wieder eng hier. Jetzt wird das wieder richtig eng. Aber kein Problem, Olden. Kein Problem. So mog wie das hier. Yeah. So, und gib ihm. Wir sind hier im nächsten Industriegebiet. Ah ja, hier sind ein paar Aufträge. Sehr schön. Eieiei, der hätte ja auch mal ein bisschen zurückfahren können, ne? Der sieht doch, dass ich da schwer am Wollacken oder am Malochen bin hier. Am Lenkrad, am Kurbeln, ohne Servo. Allen. Hätte er doch mal einen Meter zurückfahren können. So, jetzt aber Gas. Sonnenblende. Und dann schön in Ruhe ein bisschen pennen. Das Navi kennt den Weg. Läuft, ey. Ja, sehr gut. So, was war hier? Alter, über die Windräder, das ist ja krass. Und am Bauen. Ja, nice. Wie sie fortschrittlich sind hier. Läuft hier. So, Endspurt. Die letzte Strecke. Achtung, Vorsicht vor dem Büffel. Nochmal eine Bison. Bison-Farm. Nee. Alter, das wäre natürlich richtig wild, ne? Wenn hier wirklich solche Elche dann hier auf den Straßen stehen. Das wäre ja krass. Ach du Schande. Ich hoffe, hier passiert nichts. Heiß und fertig. Eilige Mülllieferung. Dankeschön, danke fürs Platzmachen. Auto rein. Das ist sehr angenehm. Oh, 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 wenn die Straße... Alter, die leckt zwischendurch. Lag das am Wasser? Hier war gerade Wasser zu sehen. Lag das vielleicht am Wasser? Dass das dann vielleicht so ein bisschen schlecht gerendert oder so ist? So. Rum in eine Kurve. So. Ja, da muss ich gleich auf jeden Fall nochmal kurz reingucken in die Grafik. Und auf jeden Fall fürs nächste Mal den Controller anschließen. Da habe ich aber auch schon Bock drauf, ey. Also es ist ja eine Umstellung und ich bin echt kein Controller-Spieler eigentlich. Aber... So, fürs LKW-Fahren und konstante Geschwindigkeiten einhalten und so und einfach geschmeidig um die Kurve fahren, dafür ist das doch ein Riesenunterschied. Muss man sich einfach nur ein bisschen dran gewöhnen, ne? Oh, 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 was hier? So, wir sind noch gut unterwegs. Bremse, Bremse, Bremse. So, perfekt. Ja, ein bisschen ruckelig. Ich glaube, es liegt am Wasser.
Hier war gerade schon wieder Wasser und sobald das kommt, ruckelt es etwas. Das heißt, weißt du was, wir machen das jetzt nochmal direkt. Wir können ja einfach Escape machen, ohne dass wir hier weiterfahren. Zack. Und ich gucke nochmal eben Einstellung. Können wir da was machen? Grafik. Gamma, bla bla bla. Sichtdistanz, Anti-Aliasing. Shader-Quality. Shader machen wir mal ein bisschen runter. Das ist bestimmt auch immer. Texturqualität lassen wir. Nachbearbeitungsqualität machen wir vielleicht auch mal ein bisschen runter. Sichtdistanz, Fern. Machen wir mal auf Mittel. Vielleicht hilft das einfach schon. Sollte doch. So. Kaum irgendwie einen Unterschied zu erkennen. Also, wo ich jetzt wirklich gespannt bin, wie viel Bußgeld muss ich jetzt zahlen? Und muss ich hier ein Bußgeld zahlen? Oder nicht? Also, wie viel Bußgeld steht an? Dadurch, dass ich... Ach du Schande. Also, die sind ja drastisch in ihrem Fahrverhalten. Die sind ja drastisch von 25, bap, Bremse 15. Wenn das in Alaska wirklich so scharf und streng ist. Alter, da fahre ich doch dann... Ich jetzt hier, oder was? Da wirst du ja wild, Alter. Da werd ich doch verrückt, werd ich doch hier. Icke jetzt? Meins? Mein Fail, oder was? Alden, ich komm dir da gleich mal rein in deine Karre. Wie fährst du denn in die Kurve, Alden? Sieht man das denn nicht? Ich werd ja weich. Hallo? Also... Da kriegt er seinen Arsch einfach nicht rum, oder was? Und jetzt muss ich hier rumrangieren? Da habe ich aber schon direkt wieder Puls. Mann. Das kannst du dir nicht ausdenken. Hau mal ab jetzt hier mit deiner Karre. Das ist aber so ein Rialodo. Das ist ja der Oberhammer. So machen sie das, Alter. So jagen sie dich da in die Falle. Ja, er ist mir reingefahren. Pferd. Katastrophe, ey. Absolut. Ob ich da überhaupt noch irgendwie positiv rauskomme? 6.000 haben da gelockt. 6.000. Und am Ende zahle ich noch drauf, ey. So, Entfernung sagt 23, das muss hier vorne also irgendwo sein. Die letzten paar Meilen. Mal gucken, ob jetzt gleich noch irgendwie Wasser kommt und ich das mit dem Geruckle vielleicht da jetzt einen Unterschied spüre. Rein grafisch muss ich sagen, sehe ich da nicht wirklich gerade einen großen Unterschied. Passt. So. Da vorne kommen Schilder. Ist er schon soweit? Nee, ne? Navi sagt, fahren wir weiter. Also brettern wir noch ein Stück. Oh, da vorne bestimmt. Ja, bestimmt da vorne. 5, nur noch. Ja, und ich bremse schon mal. Brems. Ob ich da einfach abstellen kann? Das wäre gut, ey. Ich bin angekommen. Ich bin angekommen. Ich weiß noch nicht wohin, deswegen gucken wir mal eben. Ah. Mahlzeitmeister. Office, ich dachte Coffee, ey. Würde ich aber auch nehmen. Stellen Sie einen Anhänger in einer beliebigen verfügbaren Frachtdock. Also entweder hier oder da hinten. Sollen wir mal das Schwere nehmen? Komm, wir nehmen mal das Schwere. Wir versuchen, den mal da hinten reinzudrücken. Da muss ja mal ein bisschen Challenge sein, ne? Ein bisschen Herausforderung hier. So. Oh, ich könnte auch das nehmen. So. Kurbel. Er kurbelt wieder so langsam. Ohohoi.
Macht nichts, ist nichts passiert. Eieieiei, erstmal auf die Reifen achten. So. So, jetzt noch mal ein bisschen korrigieren. Ob wir einen Bonus dafür kriegen, das wäre nicht schlecht, weil wir schon so viel Bußgeld haben. Wenn wir dann da einen kriegen, wäre das doch nicht verkehrt, ey. Oder wir haben hier das nächste Bußgeld. Das wäre auch witzig, aber anders witzig. So, das ist ja schon fast direkt davor. Ja, ich muss auf jeden Fall da mit der Steuerung nochmal gucken. Vielleicht gucke ich auch nochmal nach der Empfindlichkeit. Wobei das natürlich dann für höhere Geschwindigkeiten schwieriger wird, ne? So. Ich kann doch so, oder? Ich glaube, ich kann so. Das sieht doch gut aus. Zack. Zack. Ah. Mehr schlecht als recht, würde ich sagen. Abkurbeln. So. Nach fest kommt ab. Und dann müssen wir hier nochmal ein bisschen die Dinger abtüdeln. So, kommen wir gerade noch so dran. Jawohl, auf dem langen Arm. Und den anderen auch noch. Perfekt. So, ab da vorne dran. Sudele, was haben wir? Fehlt noch was? Trennen. Ui. Okay, dann rennen wir mal eben rüber. Mal gucken, was er sagt. Präzision. Oh, wir haben da Sternebewertung für gekriegt. Präzision 2 von 3 Sternen. Das geht aber besser, ey. 1627 Strafe. Ich wüsste gerne, wie sich das zusammenstellt. So eine Detailansicht wäre interessant. 5-mal irgendwie zu schnell gefahren, 3 Autos weggerammt. Ah. Schwierigkeit easy. Naja, geht so, oder? Beenden. Jawohl. Hat der was für uns? 10.000. Der hat was. Oh, benötigt Lizenz B. Nee, der hat nichts für uns. Oha. Ja, aber das sind so Sachen, da können wir noch dran arbeiten. Was ich jetzt auf jeden Fall brauche, ist mal eben eine Stelle, wo ich rasten kann. Ich werde mich doch bestimmt hier so bei denen mal kurz irgendwo auf dem Hof stellen können, oder? Denn ich muss mal eben eine Tiefkühlpizza mir rein. Guck mal, hier ist ein Parkplatz. Ist das gut? Das ist ja perfekt. Dann fahren wir hier nämlich mal eben drauf. So. Zack. Und jetzt müssen wir mal eben gucken, wie das hier geht. Ah, ist das gemütlich hier doch? Ich sage dir. So. Container. Wir brauchen eine Tiefkühlpizza. Und die kommt jetzt hier rein. What? Nicht schlecht. Ist der Wanst wieder gut gefüllt? Wunderbar. Jetzt ist hier auch noch ein Fengsehen. Den kriegen wir aber nicht an. Also, haben wir hier noch was? Chips könnte ich mir auch noch reinzwiebeln. Ah, komm, bisschen Chips auch noch. So, perfekt. Oh, da muss ich aber einkaufen.
bringt 5%, perfekt. Und dann gehen wir hier schön, schlafen wir erstmal, 80% regenerieren, schlafen, 8 Stunden. Affengeil, ist das der Hammer. Ah. Tipptopp. Ja, und jetzt sind wir wieder einigermaßen fit. Und können dann die nächste Tour machen. Beim nächsten Mal. Also, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Gefällt mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal.